Einen wunderschönen guten Tag, werte Freunde. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Aufnahme mit mir, dem Matters, zu Tezos Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. So, ich war noch nicht mal dazu gekommen, das ganze Zeug zu verkaufen. Das wollte ich natürlich neu am Beisein mit erledigen, ne? Bevor jemand sagt, ah ja, ja, du transferierst ja hier auf dem Gold hin und her und so weiter und so fort. Mache ich natürlich nicht. Dieser hat Ich würde gerne mehr tragen wollen, so, aber ich kann leider nichts mehr tragen, weil ich halt nicht genug, was habt ihr anzubieten? So, ich kann leider wirklich nicht mehr tragen, weil ich halt ein kleiner Piefke bin. So, Würmer. Ja, das nimmt natürlich der Typ gerne. Der ist ja auch so einer. So, oh scheiße, Adamant. Der Altma. Ne, können wir leider nicht verwenden. Dendra-Fetzen. Erhöht Verzauberungsladung. Ach. Dwemer-Schrott. Dremer-Schrott. Ey, guck mal, Eisenbarren. Eisenbarren. Guck mal, wie viel Eisenbarren wir haben. Apropos. Warte mal. Warte. 36. So, gucken wir mal. Handwerker. Schreiben. Schmiedeschreiben betrachten. Gucken wir mal. Fähige Schmiede gesucht. Ein Schreiben vom Brett nehmen. So. Gucken wir mal. Schmiedeschreiben. Tagesquest. Ach, scheiße. Ich muss das mal umbinden. So, Handwerker. Schmiedeschreiben. Stellt ein Eisenschwert her. 0 von 3. Stellt einen Eisenküras her. Und stellt Eisenbeinschienen her. Fangen wir erstmal mit den Beinschienen an. Beinschienen. So, ich glaube mal, da gehen wir erstmal an das Ding hier ran und sagen, wir hätten gerne Beinschienen. Küras brauchen wir 3 Stücke. Ich hoffe, wir haben davon noch ein bisschen was. Uiuiuiuiuiuiuiui. Dann nehmen wir hier gleich mal die Beinschienen, Eisenbeinschienen. Einmal herstellen. So, okay. Einmal haben wir hergestellt. Guter Herr. Wir brauchen 3 plus 2 sind 5. Scheiße, was war denn das jetzt? War das Nickel? Kaiserlicher, ja genau. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir nochmal 6. Zur Sicherheit, bevor ich dann wieder alt aus der Wäsche rausgucke, ja, machen wir es gleich mal richtig. So. 1 und 2. Und Waffe. Hört. Eisenschwert. Ja, ich war mir jetzt wieder unsicher hier. Eisenschwerter. 1, 2 und 3. Easy. So. Oh, guck mal, wir haben einen Buff. Wir haben einen Buff. So, wo geben wir das jetzt ab? Hier. Da vorne müssen wir es abgeben. Da vorne müssen wir es abgeben. Jetzt pfeifen wir nochmal. Inge, komm mal bitte. Rosinante. Rosinante, unser Pferd, das trägt uns wie eine Wolke. Mal eben zu dem Questgeber. Achso, da ist der. Ach ja, unser Zampano. Wir müssen den Zampano erst nochmal ansprechen. Aber ich würde lieb gern erstmal die eine Insel abschließen, bevor wir dann hier weitergehen. Deswegen reisen wir dann. Na, also. In unmittelbar naher Zukunft. Warte mal, sind das die kaiserlichen Armschienen? Oder, ja, wie soll ich sagen, hier die... Armschienen meine ich nicht, hier Schütterplatten. Die meinte ich natürlich. Ja, komm. Da vorne. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Wir haben es gleich. Gleich kriegen wir Geld. Und sowas. So, jetzt bin ich gespannt, was kriegen wir dafür, wenn wir das hier in die Schmiedelieferung reinknallen da. Diese Waren in die Kiste legen. Schmiedetruhe und 212 Gold. Die habt ihr selbst gemacht, oder? Gute Arbeit. Ja, sehr gut. Abgeschlossen, Schmiedeschreiben. Yay! Erstlingswerk. Ja, na bitte. Gucken wir mal, was haben wir... Oh, ich habe hier Rollleder-Handschuhe geklaut. So. Schmiedegutachten, Glenumbar.
Okay. Erlaubt die Reparatur von Gegenständen aller Stufen, ist aber weniger effektiv über Stufe 9. So, und was bringt einem das hier? Was wollte uns der Künstler damit sagen? Hä? Habt ihr das verstanden? Ja, erstmal da ein Pferd rufen. Ja, naja. Ich hab das jetzt gerade irgendwie nicht so ganz geschnallt, was uns der Künstler damit sagen wollte. Ist ja auch egal. Ja. Hier entkommt mir nicht. Für einen Verbrecher. Ja, kommt mir nicht. Ja. Ich bin echt ein bisschen verwundert. Was wollte uns der Künstler damit sagen, mit diesem Schmiedeschreiben? Dingenskirchen. Eisen? Erz? Ich habe echt keine Ahnung, was uns damit sagen wollte. Ist ja auch egal. Ich würde jetzt nicht länger Zeit verlieren wollen. Und renne jetzt ganz einfach zu den Questgebern auf die andere Insel und dann gucken wir da mal weiter. Ja, da gucken wir da einfach mal weiter. Ich kann auch spaßeshalber mir jetzt hier nochmal die Schulterplatten Dingens nochmal eben anpassen. So, dass wir eine komplette kaiserliche Rüstung haben, dass das hier auch alles nochmal tutti frutti aussieht. Außerdem haben wir ja noch einmal diesen komischen Nickel oder was auch immer in der Tasche. Also mit anderen Worten, wir haben noch einmal die Möglichkeit, irgendeinen Gegenstand zu bauen, zu schmieden, den wir nutzen könnten. So, hier, damals Schulterplatten plus. Ah, so, das können wir nutzen. Nickel und zack. So. Und Rüstung. 73. Ja, hier kommt. Yes. Dann haben wir eine komplette Rüstung. Yes. Nach kaiserlicher Vorlage. Verwerten. Einmal entfernen. Einmal kaputt machen. Haben wir. Super duper. Das hätten wir. Und letzte Maßnahme, bevor wir in die andere Welt reisen. Wir wollen natürlich noch eine Sache gleich mal machen. Keine Ahnung, was der Typ da gemacht hat. Ist mir auch egal. Mit seinen zwei komischen Scheißschwertern. Mit seinen zwei Waffenkunst. Kampfkunst. Alter, ja, die komische. So. Hier, da wollte ich ran. Zu dem Werbetisch. Zu dem Färbetisch, denn wir müssen ja hier unseren einen Stil anwenden. Stil anwenden. Ja, zack. So. Änderungen anwenden. So. Jetzt ist unsere gesamte Rüstung eingefärbt und zum Kämpfen bereit. Okay. Dann eilen wir mal los, in der Hoffnung, dass wir die eine Insel da zur Gänze abschließen. Ha, das ist heute meine Zielsetzung für die heutige Aufnahme. Die Insel dort abzuschließen, mit der guten Frau Quid pro Quo zu gehen, die uns da aus dem Wasser gezogen hat, die jetzt nach einer Mannschaft sucht. Den einen Typen hatten wir ja schon. Hier Sindbad von Jan, die Kamikaze-Diebin. Den hatten wir ja schon mehr oder weniger bedient gehabt. Apropos, warte mal. Ja, guck mal, da haben wir noch ein paar Dornen. Yum. Ach scheiße, Drachendorn. Das ist ja wieder ein komplett anderes Zeug. Das ist für Tränke brauen. Also wenn man Tränke brauen möchte. Alchemie gibt es hier natürlich auch in diesem Spiel. Dann muss man in dem Fall
Gewürze und Kräuter und so ein Quirlefanz sammeln und damit dann herausfinden, was man da... Mit was kann ich das hängen? Was man mit wie, mit welchen Kräutern irgendwie kombinieren kann, ja, welche Kräuter mit was man kombiniert, und dann muss man unter anderem noch herausfinden, was die für positive wie negative Sachen haben. Zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau aus Oblivion, da konnte man Knochenmehl mit Rattenfleisch verbinden. Das war dann halt ein Gift. Oder halt so, so Schwäche oder sowas hat das gebracht. War jetzt nicht wirklich was, was man verwendet hat zum Trinken, sondern das hat man lediglich dafür verwendet, damit man damit man überhaupt Alchemie ein bisschen was gelernt hat, ja, damit man halt unter anderem die Inkredenzien losgeworden ist. So, okay. Wir haben zweierlei Möglichkeiten. Entweder wir gehen hier direkt in das... Ach komm, ich gehe gleich direkt in dieses Verlies. So, was soll der Geiz? Ob wir warten oder ob wir gleich da reingehen? Sei doch mal dahingestellt. Wir gehen gleich mal da rein. So, hier hätten wir auch den Kristall gefunden gehabt. Das fand ich sehr gut. Und wir haben noch 3 Punkte über. Ich will ja auch gerne... Erhöht euren Schaden für kritische Treffer um 5% und euer Schaden gegen blockende Ziele um 5%. Pflege. Ja, ich würde ja gerne bei schwerer Rüstung hier nochmal das mit der Konstitution vielleicht mal machen. Oder Entschlossenheit. Erhöht eure Rüstung für jedes Stück getragener Rüstung. Machen wir erstmal hier Konstitution. Komm. Ja, komm. Warte. Waffe? Waffe und Schild? Erhöht euer... Verringert die Kosten aller Fähigkeiten aus Einhand und Schild. 5% und die Kosten beim Blocken um 15%. Erhöht euren Waffenschaden um 3% und den durch Blocken abgefangenen Schaden um 10%. Machen wir erstmal das. So. Das Grab haben wir entdeckt. Gehen wir mal in das Grab hinein. In der Hoffnung, dass wir in dem Grab etwas finden werden. Abgeschlossen. Betretet das Grab, findet Jakarn. Jakarn. Dann suchen wir mal, ob wir... Dann gucken wir mal, ob wir Jakarn finden. Sieht ja schon mal sehr gut aus. Hier haben wir Fischleim. Da haben wir eine leere Kiste. Hier haben wir ein paar Steine. Hier haben wir so eine komische Spieße, die aus dem Boden ragen. Und hier haben wir verbrannte Fässer. Aber Surlerine Bären findet man natürlich da immer noch drin. Sehr schön. Oder hier Guarana. Die schönen Guarana-Früchte, die man immer aus Energy-Drinks und so kennt. Oder aus Papaya-Drinks. Oder was auch immer. Hier, wie heißt es? Punika? Die wärmen doch immer damit. Ja, mit Guarana-Früchten. Melonen. Hier haben wir ja Gerste und noch mehr Gerste. Und oh, eine Feuerstelle. Sehr interessant. Ginkgo. Guck mal. Da kennt sich jemand aus. Habt ihr das gesehen? Der ist da auch schon wieder nach oben gekraxelt. Ich bin immer noch hier am Fässer überprüfen. Honig. So, okay. Ich glaube, wir müssen hier eh mal nach rechts gehen. Hui! Seagrass. Okay, guck mal, da kann man jetzt so runterfallen. Oh, das war aber knapp. So. Oh. Oh ja. Mäuschen. Verbrennt es. So, hier kriegst du auch noch einen. Zack. Easy. Haben wir Kaffee, Acai und Drachenblut. Also nichts, was uns wirklich was bringt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Hier ist so viel. Hier sind so viele Leute. Oh, guck mal, hier kannst du einen Haufen Waffen nehmen. Beidhänder. Ob wir es wirklich brauchen, ich weiß es nicht. Hier, komm, die kriegt erstmal eine. Und zack, weg hier. Gekillt. So, und nächster. Ja, immer schön dann noch mit dem Schild geblockt, geprügelt. Sehr gut. Huch. Spricht mit Jakan. Ja, warte mal. Machen wir doch mal eben. Ja, okay, der ist da ein bisschen abgehangen. Heda, ihr seid keine Wache. Ihr müsst mir helfen. So, Kapitän Kaelin hat mich geschickt. Sie braucht eure Hilfe bei einem Beutezug. Nun, das ist perfekt. Holt mich hier heraus und ich stehe zu euren Diensten. Ihr werdet feststellen, dass ich ein Mann mit vielen Talenten bin. Wenn ich einen hübschen Kerl in einer Zelle vorfände, würde ich ihn befreien. Habt ihr überhaupt Borswick wirklich einen Edelstein gestohlen? Ist das gerade wirklich so wichtig? Sicher, ich habe diesen Edelstein mitgehen lassen, aber er hatte ihn doch vorher so einem armen Händler abgenommen, den er anschließend zum Krepieren hier reingeschmissen hat. Man kann doch einen Dieb nicht bestehlen, oder? Ah, naja, ne? Nun gut, ich hole euch hier raus. Holt mich hier raus, dann schon. So, ja, ne. Ein unschuldiger Schurke. So, befreit Jakan. Betrete den. Achso, hier, guck mal. Jetzt kann ich daran rumdümpeln und jetzt müsste rein theoretisch. Volk. Hierfür schulde ich euch was. Danke. Ach, da also läuft er. Hauen wir ab von hier. Ja, komm. Ich bin einfach. Nach euch. Müssen wir verarschen oder was? Ach so, ach, guck mal. Der hat sich jetzt nach vorne teleportiert, also hier nach unten, verlasst das Grab. Der hat sich jetzt einfach nur nach vorne teleportiert, damit man diesen Sachverhalt da ein bisschen. Scheiße. Damit man das ein bisschen leichter hat, dass man jetzt den die ganze Zeit verfolgen muss. Hier kommt, warte mal, hier. Ha! So. Doch dann können wir nicht gehen. Warum nicht? Irien ist da draußen. Oh, und Wachen. Ich habe viele, viele Wachen gesehen. Seht mal. Schleichen wir uns lieber aus dem Seitenausgang. So können wir beide unsere Köpfe behalten. Seiten? Ach so, ah, deswegen ist auch der eine da langgelaufen. Ah, so sieht's aus. Okay, dann schleichen wir mal hier, ne? Flinken Fußes. Strossen gay. So. Dann sind wir jetzt aus dem Strossen gay gekommen. Und guck mal, was ist denn jetzt hier? Danke, dass ihr mich da vorhin rausgeholt habt. Wo ihr doch gerade in heldenhafter Stimmung seid, könntet ihr mir dabei helfen, etwas zu holen, was ich bei den Goblins vergessen habe? Ihr habt den Goblins etwas gegeben? Ich schätze, wenn man etwas sicher aufbewahren will, dann gibt man es Goblins. Sie passen umsonst darauf auf. Sie sind zu dumm, um es einzutauschen und sie werden jeden töten, der versucht, es an sich zu nehmen. Werden sie euch nicht töten, wenn ihr versucht, es ihnen wieder wegzunehmen? Es ist doch so. Ihr habt eine Menge auf euch genommen, um mich zu befreien, richtig? Ihr würdet nie zulassen, dass mich die Goblins fressen. Und deshalb, mein guter Freund, werdet ihr mir in ihre Mine folgen, ja? Ja, werden wir. Hier entlang. Ah, guck mal, der läuft auch schon da lang. Und hier haben wir unter anderem auch erreicht die Goblin-Mine. Und hier haben wir auch noch Dwemer-Teil. Dwemer-Teil, warte mal, das holen wir uns auch dann gleich nochmal. Durzok.
Was haben wir hier? Eine Ratte. Oh, guck mal, da vorne haben wir auch noch einen Questgeber. Moment. Ich hole mir erstmal das Wehmer-Teil. Der Typ, der läuft so oder so dahin. Ich glaube nicht, dass der eskortiert werden muss. Was war denn das jetzt hier gerade? Wer hat da geschrien? So. Okay. Diese verdammten mordblüsternden Goblins. Das wäre jetzt zu geil von wegen. I have an arrow in my knee. Goblins, die werden uns noch alle umbringen. Was ist geschehen? Sie haben sie alle getötet. Meine Brüder und unsere 5 Wachen. Sie haben mich mit einem ihrer Speere durchbohrt und einfach zurückgelassen, weil sie dachten, ich wäre tot. Nachdem sie weg waren, bin ich hierher gekrochen. Ihr neuer König hat sie angestachelt. Und jetzt sind sie bereit, Hundingshafen anzugreifen und die Stadt auszulöschen. Aber was könnte ich dagegen tun? Tötet ihren König. Ja. Sie werden die Stadt nicht angreifen, wenn er sie nicht anführt. Bringt mir seine Krone, damit ich weiß, dass der Bastard tot ist. Ich werde versuchen, es in die Stadt zu schaffen, wenn mich die Goblins nicht vorher umbringen. Ich werde es tun. Ich muss nur meine Kräfte sammeln und zurück in die Stadt humpeln. Erledigt den Goblin-König und bringt mir seine Krone, wenn ihr könnt. Wie seid ihr den Goblins begegnet? Wir haben sogar nach ihnen gesucht, wenn ihr das glauben könnt. Wir haben gehört, dass sie einen neuen König haben und dass er für Ärger sorgt. Wir dachten, wir würden mit ihnen fertig. Aber es waren zu viele für uns. Warum waren wir nicht einfach... Warum warnen wir nicht einfach die Stadt? Das bringt nichts. Bosek würde das nie glauben. Er ist ein misstrauischer Bastard und würde nur denken, dass wir versuchen, ihn irgendwie hereinzulegen. Er würde unsere Köpfe auf Pfähle spießen. Ich hänge viel zu sehr an meinem Kopf, um das zu riskieren. Was werdet ihr tun, während ich dem König nachsetze? Ich werde versuchen, es in die Stadt zu schaffen. Ich bin zu schwer verletzt, um euch etwas nützen zu können. Und wenn mich die Goblins hier draußen erwischen, bin ich tot. Ja, dann lebt wohl. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Quests in einer. Oh, guck mal hier. What? Bam! Luda. Haben wir. Okay. Aber mal, den hau ich... Oh, den habe ich einen Speer in den Nacken geworfen. So, diese Symbole zeigen eigentlich nur an, von wegen... Wenn du... Wenn du neue, also wenn du Sehenswürdigkeiten hast, und das hatten wir in dem Fall, und zack, easy. So, in dem Fall hatten wir eine Sehenswürdigkeit. Hier gehe ich bloß mal eben noch hin, weil wir dort einen Teleporterpunkt haben. So, ich muss das nochmal üben mit dem... Und... Easy. Okay. Zweimal schlagen und einmal feste Druff, dann haben wir's. Ah, guck mal, hier haben wir noch ein Dwemer-Teil wahrscheinlich. Ah, nee, ist hier ja. Wenn das hier alles geklaute Ware wäre, hätte ich auch kein Problem damit. So. Dieser Rotwar-Drohne ist noch nicht lange tot. Er hält etwas in seiner Hand, umklammert. Die Finger des toten Mannes mit Gewalt aufbiegen. Ihr haltet eine zerknüllte Notiz in den Händen, als ihr sie aufhaltet. Fällt ein Stahlarmreif heraus, auf dem ein Wappen aus 2 gekreuzten Schwertern zu sehen ist. Auch wenn er nur einen geringen materiellen Wert besitzt, könnte jemand dennoch etwas an ihm liegen. Die zerknüllte Notiz lesen. Terina, du hattest recht. Irila hat uns verraten. Sie ist tot, aber ihre Klinge war vergiftet. Ich sterbe. Ich hoffe, dass wer
auch immer dies findet, den Armreif zu dir zurückbringt und dir von meinem Schicksal erzählt. Belohne sie. Ich sende dir all meine Liebe, Syria. Wenn ich Tirina finde, belohnt sie mich vielleicht, wenn ich ihr das hier zeige und zurückbringe. Zum Glück ergänze ich jetzt auf dem Zettel noch belohne ihn reichlich mit tausenden von Gold, Dublonen und Edelsteinen und noch mehr Gold und noch mehr Gold und Taschenplätzen und ja, Eisenerz und noch mehr Gold. Das wäre super. Ob die uns das glauben wird? Bestimmt, wa? Wir sind doch so eine lieben Leute.